Herr Ivanov, Betriebe, die zukünftig nach EN 1090 zertifiziert werden möchten, brauchen Schweißanweisungen, die sogenannten WPS. Sie haben jetzt WPS in Zusammenarbeit mit dem TÜV erarbeitet. Was muss denn der Kunde nun berücksichtigen, um diese Schweißanweisungen aus Ihrem Hause anwenden zu können? Das Wichtigste, was der Kunde berücksichtigen muss, ist, dass die Standard-Schweißanweisung erst dann angewendet werden kann, wenn der Kunde die gleiche Maschine einsetzt, mit der die Standard-Schweißanweisung geschweißt wurde. Das war auch unsere Motivation, mit unseren Geräten diese Standard-Schweißanweisungen zu schweißen und zu qualifizieren, damit Kunden, die unsere Geräte schon haben, und zwar rückwirkend ab 2010, oder Kunden, die jetzt unsere Geräte beziehen, auch die Möglichkeit haben, mit diesen Standard-Schweißanweisungen zu arbeiten. Das bedeutet auch bei uns, in unserem Fall, so eine Standard-Schweißanweisung, die wir hier geschweißt haben, gilt für die komplette Micmac-Reihe unserer Schweißgeräte. Von den ganz kleinen Picomic-Schweißstromquellen zum Micmac-Schweißen bis zu den ganz großen High-End-Stromquellen von der Alpha-Q-Klasse.